Vor Jahren mieteten wir im Sommer ein Haus und was uns nicht so bewusst war, das war, dass die Straße, die zu diesem Haus hinführte, keine Straßenlaternen hatte. Weit und breit war kein Licht und das hat sich im Winter, als es früh dunkel wurde und auch spät wieder erst hell wurde, sehr nachteilig für uns erwiesen. So wurde die ganze Familie mit Taschenlampen ausgerüstet. Man musste sehr vorsichtig gehen und man musste bei jedem Schritt mit der Taschenlampe leuchten, damit man diesen Weg bis zu der offiziellen Straße gut überwinden konnte. Dieses Erlebnis fiel mir neulich ein, als ich einen Psalmvers gelesen habe, wo es um dieses Licht geht, um dieses Licht, was ausreicht für einen Schritt. Herr, du bist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und so habe ich das auch erfahren und ich kann das als Zeugnis wirklich dir weitergeben, dass der Herr mir aus so vielen Situationen, wo es trübe aussah, wo es dunkel aussah, wo es keine Lösung gleich gab, wo es wirklich hoffnungslos aussah, einfach dieses kleine Licht für einen Schritt gegeben hat, wo er mich aus seinem Wort ermutigt hat, wo sein Wort mir Hilfe war, Erfrischung, Erquickung, wirklich zu wissen, das ist der nächste Schritt. Und ich brauche immer nur einen kleinen Schritt zu gehen. Und dieses Wort wird jeden Schritt so erleuchten, dass ich sicher an Gottes Hand laufen kann. Dieses Wort von Gott wird mir ausreichend sein, ermutigt, durch den Alltag durchzugehen. Auch durch Situationen, die nicht gleich von einem hellen Licht durchflutet waren und ich nicht gleich wusste, ja, so ist der Weg im Ganzen. Ich sehe schon das Ende. Sondern dran zu bleiben in diesen kleinen Schritten, die der Herr durch sein Licht mit seinem Wort in meinem Herzen hell machte. Er will durch sein Wort das Dunkel oder das Trübe, was du jetzt in deinem Leben vielleicht empfindest, durch eine Krankheit, durch finanzielle Nöte, durch Beziehungsnöte, egal was es eigentlich ist, er möchte durch sein Wort einfach diesen nächsten Schritt in deinem Leben hell machen. Ich möchte dir dazu einfach eine Proklamation weitergeben, die du hineinbeten kannst in diese Situation, dass du aufstehen kannst in deinem inneren Menschen und sagen kannst, ja, ich will mit dem Herrn, mit dem Wort Gottes durch diese Situation durchgehen. Ich will den nächsten Step mit ihm gehen. Danke, Herr, dass du mir dein Wort geschenkt hast und dass es gerade jetzt zu einem Licht auf meinem Weg wird. Dein Wort ist heute mein Wegweiser, der mir deine richtige Richtung anzeigt, in die ich gehen soll. Ich danke dir, dass in deinem Namen, Herr Jesus, das Dunkel verschwindet und dass du die Situation hell machen wirst. Du leitest meine Schritte und wirst sie zum Weg machen, wie es in deinem Wort steht. Bete, dass das Wort Gottes in deinem Leben zum Licht wird und dass du dein Herz in Dankbarkeit aufstehen lässt, dass der Herr deine Schritte zum Weg machen wird. Du wirst ankommen. Ich bin sicher, Gott hat mehr für dich.